Mit diesem Video möchte ich Ihnen den Einbau eines Typ 2 Überspannungsableiters in eine Elektrounterverteilung vorstellen. Bevor ich jedoch beginne, möchte ich Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass solche Einbauten von Überspannungsableitern in eine Elektroverteilung von ausgebildeten Elektrofachkräften durchzuführen ist. Zuerst zeige ich Ihnen die Einbausituation, dann das Produkt, danach demonstriere ich den Einbau. Anschließend stelle ich Ihnen noch die wichtigsten Funktionseigenschaften des Überspannungsableiters Typ 2 vor. Sie sehen hier eine Elektrounterverteilung eines modernen Wohnhauses mit den üblichen Reiheneinbaugeräten wie FI-Schutzschalter, Sicherungsautomaten, Steuergeräte, Stoßstromschalter und so weiter. Sie sehen hier, sind die Kabelabgänge, so wie bei einer modernen Verdrahtung üblich heutzutage, auf reinen Abgangsklemmen montiert. Auch die Zuleitung, sehen Sie hier, ist auf reinen Klemmen aufgelegt. Sie sehen auch, hier in der zweiten Reihe ist auf der Automatenschiene noch Platz. Hier werden wir dann den Überspannungsableiter platzieren und auch installieren. Zum Überspannungsableiter selbst. Ich werde einen Überspannungsableiter vom Fabrikat DEN hier einbauen. Es ist ein Ableiter vom Typ DEN GAT MTT275. Sie sehen hier, es ist ein Reiheneinbaugerät mit 4 Teilungseinheiten. Für den Anschluss besitzt der Ableiter für die Außenleiter und für den Neutralleiter Schraubklemmen in Käfigklemmenausführung, sowohl auch für den PE- und Potentialausgleichanschluss sind auch Käfigklemmen vorhanden. Es wurde ein Typ TT gewählt, weil das Wohnhaus vom Energieversorger ein TT-System im Anschluss besitzt. Der Verpackung selber liegt eine ausführliche Montageanleitung bei. Bitte die Montageanleitung der Hersteller beachten, wenn Sie solche Montagearbeiten durchführen. Ich stelle Ihnen hier eine Standard-Einbausituation vor. Gegebenenfalls kann es sein, dass Sie bei anderen Einbausituationen noch zusätzliche Hinweise aus der Einbauanleitung beachten müssen. Außerdem liegt der Verpackung noch ein kleiner roter Aufkleber bei. Auf diesen komme ich dann später zu sprechen.